Und wir sind schon wieder live hier zurück auf der Baumesse in Kaiserslautern, heute am dritten Tag, am Sonntag. Ja, toll, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Livestream. Heute auch, wie gestern und vorgestern, werden wir permanent hier in unserer Pressebox in der Halle 4 Interviewgäste, Gesprächsgäste hier auf dem Hocker haben. Und ich freue mich außerordentlich, dass ein Fachmann zum Thema Sicherheit im Privathaus und auch im Gewerbe, aber wir reden heute über Privathäuser, da ist. Das ist Erik Assmann von der Firma Pfalzalarm. Die Firma ist hier in Kaiserslautern. Thema Sicherheit. Wir hatten gestern zum Beispiel einen Kommissar von der Polizei her hier auf dem Hocker, der einiges dazu erzählt hat. Das Thema Sicherheit wird immer bedeutender, ne? Ja, die Sicherheit ist ja jetzt nicht nur ein Thema in eine Richtung gedacht für Einbruchanlagen oder so, sondern das umfasst ja viele Bereiche, Brand, verschiedene andere technische Meldungen, die möglich sind mit so Systemen. Reden wir mal genau darüber. Überwachung und sowas, ja. Reden wir mal genau darüber. Es ist relativ viel, was Sie ja eigentlich abdecken mit Ihrer Firma. Einige bestimmte Teile sind eher so für Gewerbe, Büro, Gebäude von stärkerem Interesse. Bleiben wir mal bei so Privatwohnungen, Privathäusern. Wie gehen Sie davor? Gut, wir machen also am liebsten vor Ort eine Besichtigung des Objekts und dann halt mit dem Kunden sprechen, was seine Vorstellungen sind, wie weit diese Überwachungsmaßnahmen gehen sollen, weil wir können Brand anbieten, also Rauchmelder, Videoüberwachung, Einbruchmeldetechnik in verschiedenen Stufen, also gibt ja da VDS-Klassen, also Versicherungsklassen, die sie einhalten müssen, wo sie verschiedene Ausstattungsvarianten wählen können und natürlich Überwachung für technische Meldungen, also Ausfall der Heizung, Gasmelder, Wassermelder, all diese Dinge sind mittlerweile möglich, auch mit Fernzugriff, mit App, mit Smart Home, sagen wir mal, wenn wir das jetzt mal grob betrachten, ist da auch möglich über so ein System. Also das muss man dann vor Ort mit dem Kunden schon am Objekt sich anschauen. Gibt es so bestimmte, ja, wie kann man es nennen, bestimmte Trends, die Sie festgestellt haben? Ja gut, was jetzt wichtig ist in der letzten Zeit, also diese Fernzugriffmöglichkeiten, also dass ich solche Systeme über eine App steuern kann, scharf, unscharf schalten kann, auch diese Videoüberwachung halt, diese Bilder fern übertragen kann. Und natürlich Einbruchsicherheit ist in den letzten Jahren hat extrem zugenommen. Also sehr, sehr viele Kunden fühlen sich einfach nicht mehr sicher in ihrer Wohnung oder Haus und möchten gern dort was tun. Ja. Wie genau funktionieren denn Ihre Systeme jetzt, wenn Sie sagen Videoüberwachung? Wie muss man sich das vorstellen? Denn es ist ja nur eine Kamera, die das aufnimmt, aber da weiß man ja immer noch nicht, dass jemand da ist. Genau, also es gibt dann verschiedene Ausbaumöglichkeiten. Eine Kamera, die halt über eine App von fern ansprechbar ist, wo ich halt die Bilder mir anschauen kann, live, kann das natürlich aufzeichnen, diese Bilder, dass ich nachträglich auch mal schauen kann, was da passiert ist. Es gibt die Möglichkeit, auch bei einer Bewegung eine Alarmfunktion zu machen, dass also irgendwas passiert, die App aufpoppt oder jemand angerufen wird oder so. Also solche Möglichkeiten gibt es schon. Und Integration in eine Sprechanlage zum Beispiel, dass man also eine Sprechanlage hat mit Kamera und dort auch diese Bilder dieser anderen Kameras am Objekt noch anzeigen kann. Also da ist schon viel machbar. Viel machbar. Ich stelle mir das so ein bisschen seltsam vor, weil diese Videokameras sollen ja so potenzielle böse Buben abhalten. Mhm. Funktioniert das so? Na gut, es ist schon mal wichtig, erstmal zu merken, wenn jemand ums Haus ist oder so. Ich sag mal, diese Kameratechnik hat natürlich auch ihre Grenzen. Wenn da jemand vermummt ist oder so, können Sie den natürlich nicht erkennen. Aber es ist ja so, sagen wir das typische Beispiel, jemand klingelt bei Ihnen an der Tür. So, dann haben Sie vielleicht über Ihre Sprechanlage ein Bild von der Person, die da steht. Aber Sie sehen natürlich nicht, was im Umfeld ist. Wenn jetzt hinter dem noch drei Leute stehen in der Ecke, die können Sie nicht erkennen. Wenn Sie aber jetzt noch eine zusätzliche Kamera hätten, die den Eingangsbereich im Prinzip abdeckt, dann sehen Sie, da ist ja noch mehr oder so. Ne? Und deswegen macht es schon Sinn, dann das System nicht nur in eine Schiene zu fahren, sondern mehrere Sachen dann auch damit zu machen. Ist das so ein hauptsächliches Arbeitsgebiet für Sie? Gut, sagen wir, hauptsächlich im Privatbereich ist eigentlich Einbruchmeldetechnik. Also Anlagen, die im Prinzip, diese Videoüberwachung ist ja in dem Sinne keine Einbruchmeldeanlage. Also da müssen Sie andere Systeme einsetzen, die echt überwachen, sind die Fenster geschlossen,
tut jemand eine Tür unberechtigt öffnen oder so. Wo dann Einbruchmeldeanlagen. Ja. Wie? Ja, Sie haben im Prinzip in Ihrem Haus Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, die Fenster und Türen sind überwacht, ob die geschlossen sind. Und wenn jemand unberechtigt diese öffnet von außen mit einem Montiereisen oder wie auch immer oder eine Glasscheibe zerstört, dann wird es einen Alarm geben. Also das ist irgendwie ein elektrischer Kontakt? Genau, da ist ein Kontakt am Fenster, ein Magnetkontakt, das geht also verkabelt oder mit Funktechnik, kein Thema, kann man auch relativ gut nachrüsten. Und dann würde halt ein Alarm entstehen, den ich jetzt selbst festlegen kann. Eine Sirene außen, eine Blitzleuchte, wird Ihnen irgendwie alarmiert mit einer Sirene, wird die Meldung weitergeleitet. Sie haben eine App, die aufpoppt, Ihnen sagt, da ist jetzt jemand zum Garagentor reingegangen oder eine Wachgesellschaft wird informiert, also das mannigfaltige Möglichkeiten. Ja. Genau, die Firma heißt ja Pfalz Alarm, also Alarm schlagen. Genau. Ich nehme an, Sie haben sich was dabei gedacht. Das war der Hintergrund, ja, das Namens irgendwann, ja, das ist richtig, ja. Das heißt, man kann dann praktisch die Information an die verschiedensten Stellen schicken lassen. Genau. Und das kann man sich auch noch auswählen. Ja? Und das System, da kann ich jetzt zum Beispiel auch Rauchmelder integrieren. Dann habe ich also von fern eine Information, da hat der Rauchmelder ausgelöst. Oder wie gesagt, ist eine technische Meldung. Meine Heizung ist ausgefallen. Weil wenn ich jetzt mehrere Wochen im Urlaub bin im Winter, ist das vielleicht irgendwo sinnvoll, die Information zu haben. Oder ein Gaswarnmelder, der im Prinzip überwacht, ob da irgendwas mit Gas zwischendurch ist. Also diesen Bereich finde ich total spannend, muss ich wirklich sagen. Wasser, Gas und Temperaturregler überwachen. Wie sind da Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren? Gibt es da Veränderungen? Ja, also gut. Früher war das immer, das klassische Beispiel ist ja, der Öltank im Keller ist leck, merkt kein Mensch, bis es anfängt zu riechen. Ja. Ja gut, also was jetzt schon eigentlich immer mit drin ist, so Rauchmeldungen, die werden also meist mit verarbeitet. Die anderen technischen Meldungen sind langsam im Kommen. Also Gas ist auch ein Thema für viele bisher, aber jetzt sagen wir so Wassermelder oder so, das ist eher selten. Ja? Also das kommt dann nur dort, wo Leute halt schon schlechte Erfahrungen in die Richtung gemacht haben mit Kellerüberflutung oder Hochwasser oder so Sachen. Ihrer Erfahrung nach kommen die Leute eher dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Leider ja. Ja, das ist leider unsere Erfahrung, dass sehr viel erst nachträglich gemacht wird. Und leider auch, wenn neue Häuser neu gebaut werden, immer erst als letztes an sowas gedacht wird, obwohl wir das in der Bauphase schon für wenig Geld zumindest vorbereiten könnte. Und man muss dann nachträglich mit Funksystemen oder so arbeiten, was vorher mit Kabel natürlich viel einfacher gewesen wäre. Und dann sind auch die Architekten und so, die müssen halt etwas sensibilisiert werden in die Richtung. Aber das ist halt schwierig, weil ja, im Endeffekt, wenn sie neu bauen, da reden wir über 2-3% der Bausumme, die vielleicht so ein System kostet. Ja, wenn ich das von vornherein vorsehe und das ist jetzt nicht wirklich relevant, sagen wir mal. Ja, also da muss halt, die Leute müssen sensibilisiert werden, deswegen sind wir auch hier auf der Messe, um mal uns dem breiten Publikum etwas vorzustellen. Leute, die bauen wollen, sind ja jetzt hier, damit die wissen, es gibt so Systeme und ich kann vielleicht von vornherein da schon etwas vorbereiten. Ja. Sie haben das Stichwort genannt. Heute noch den ganzen Tag hier in Kaiserslautern auf der Bau- und Wohnmesse. Offiziell heißt es ja Baumesse, aber ich sage immer gerne dazu, das ist der Untertitel, Bau- und Wohnmesse. Ja. Weil gerade was Sie jetzt geschildert haben oder unser Gespräch zeigt ja, es ist Bauen, aber es ist ja auch dann im Wohnen dann eben, ja, ist ja, steigert ja den Wohnkomfort, das Sicherheitsgefühl. Ja, wir müssen fast zum Schluss kommen. Trotzdem, ich möchte einen Aspekt nochmal gerne mit Ihnen besprechen. Dieses Sicherheitsgefühl, Betonung oder Unterstrich unter Gefühl, es ist ja nichts Greifbares, es ist ja so etwas wie eine, ja, wie eine Empfindung, wie eine Furcht, wie eine, das kann man so schlecht greifen. Wie gehen Sie denn mit den Menschen um? Ich könnte mir vorstellen, es kommen welche dabei mit breiter Brust und wenn einer kommt, dann aber letztendlich sagt es ja nur etwas über seine eigene Unsicherheit aus. Ja, genau. Sagen wir so, die meisten Kunden, die kommen, die haben halt meistens schon Erfahrungen gemacht in irgendeiner negativen Richtung. Die sind dann ängstlich oder so. Denen können wir natürlich mit so einem System helfen, weil die sich einfach dann sicherer fühlen dadurch. Ne? Und mein Argument ist auch immer, wir bauen ja sehr viele Anlagen und dort, wo wir eine eingebaut haben, ist bis heute noch nie eingebrochen worden.
toi, toi, toi. Und das hat halt außen schon ein Statement, so ein System. Sie können von außen schon erkennen, da ist so ein System eingebaut. Ich sehe eine Kamera, ich sehe eine Sirene, irgendwas. Und dann wird der potenzielle Einbrecher sich eher ein Gebäude wählen, wo ich sowas nicht sehe auf Anhieb. Also es hat schon eine abschreckende Wirkung und das ist für viele auch wichtig, einfach nach außen hin zu zeigen, ich schütze mich in irgendeiner Form. Ja. Prima, also ich lerne jetzt hier aus unserem Gespräch, es kommt immer auch auf den Einzelfall drauf an, was man da konkret braucht, was sinnvoll ist. Bei Neubau ist es, wie Sie sagen, ist die Investition auf jeden Fall deutlich geringer, als wenn etwas passiert, dann wird es richtig teuer. Und wer noch mehr dazu wissen will, also man muss sich beraten lassen, man muss dann darüber sprechen. Und insbesondere, wenn es dann darum geht, sich diese unterschwelligen Ängste und Vorstellungen vielleicht auch mal ins Bewusstsein zu holen. Und dann kann man damit was machen. Dann ist man bei Erik Aßmann wahrscheinlich in guten Händen. Das ist ja fast schon ein Psychologe dann in solchen Fällen. Ja, es sind schon einige Erfahrungen da, das ist richtig. Ja. Positive wie negative. Ja, das ist halt so. Wir sagen das so spaßig, aber es ist ja ein ernstes Thema. Natürlich, Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Erik Aßmann vom Pfalzalarm, eine Firma hier in Kaiserslautern mit großer Erfahrung. Und wer noch mehr dazu wissen will, heute hier auf der Baumesse in der Halle 2. Und ansonsten einfach Pfalzalarm googeln und Termin ausmachen und dann besprechen am Objekt. Vielen Dank, dass ihr zuguckt und bleibt dabei in unserem Livestream. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Gesprächsgast hier auf der Baumesse in Kaiserslautern. Wir sind hier in Halle 4, direkt am Café. Man merkt so im Hintergrund, dass die Geräusche ein bisschen lauter werden. Es kommen immer mehr Leute. Wenn ihr Lust und Laune habt, guckt doch mal hier bei uns mit vorbei. Bis gleich.